Nee, wir müssen reduzieren mit Qualität. Aber die Qualität dürfen wir nie, wenn wir das tun und sagen, wir opfern auf dem Verpackungsaltar und auf diesem ganzen Blabla-Altar, opfern wir die Qualität, das dürfen wir nicht. Und ich finde es immer beeindruckend, wenn man dabei bleibt. Herzlich willkommen, Christian Thielemann auf What's Opera Doc, dem YouTube-Kanal für professionelle Sängerinnen und Sänger. Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst am Tag des Konzerts. Wir wollen heute ein bisschen die Sängerperspektive beleuchten, die in manchen Interviews, wie wir finden, ja immer zu kurz kommt. Wenn ich mit Sängerkolleginnen und Kollegen über dich spreche, dann beginnen die Augen zu leuchten. Und aus den Mündern kommen die schwärmerischsten Worte. Hast du eine Ahnung, warum das so ist, warum dich Sänger so toll finden? Also, ich habe Sänger immer sehr gemocht oder ich mag Sänger sehr. Das ist vielleicht einfach so, weil die gesamte Musik vom Singen her kommt. Eigentlich muss man sich viele Dinge, die meisten, es sei denn, sie sind sehr rhythmisch angelegt, was auch nicht heißt, dass sie unsingbar wären, aber eigentlich ist der Gesang die Basis von allem. Und wenn man dann mit sehr guten Sängern zu tun hat, dann ist es auch so, das habe ich frühzeitig gelernt und auch beobachtet bei berühmten Kollegen, man kann Sängern sehr viel Freiheit geben, ohne dass sie dann wirklich machen sollen, was sie nun wirklich immer nur sie selber wollen. Ja? Also es ist trotzdem die größtmögliche Freiheit anzuwenden, dass das Soloinstrument, was ja doch mit zwei Stimmbändern gegen ein ganzes Orchester letztlich immer verlieren müsste, dass es eben nicht verliert, sondern dass es eine einzige Gemeinsamkeit ist. Und ich habe das erlebt bei sehr, sehr guten Dirigenten. Ich kann mich sehr gut erinnern als Assistent bei Karajan, wie der manchmal mit der Hand nur auf die Geigen zuhören. Also ob das jetzt ein bisschen schneller ist, ein bisschen langsamer, geht drum, nimmt man den Atem jetzt dann doch früher, gibt ein bisschen nach oder man geht voran, um auf den Ton hinzukommen. Das sind so Dinge, die man nach einer Weile versteht oder verstehen sollte. Ich weiß, dass es auch manche gibt, die das vielleicht nicht so verstehen. Ist mir unklar. Ich auch deshalb, weil ich finde, bei allem Kommandieren des Dirigenten, ja, der ja doch den Ton in vielerlei Hinsicht angeben muss, Tempo etc. Und viele Dinge muss man ja dann doch oder will man auch machen. Aber es gibt diese tollen Momente, wo sehr viel Ping-Pong gespielt wird, ja, wo das, was von den Sängern ankommt, mit einmal ein neues Bild hervorruft. Und das hat mir immer furchtbar Spaß gemacht. Vielleicht ist es das, was andere Leute bemerken. Und mir macht es dann auch Spaß, wenn ich mit Sängern öfter dasselbe Stück mache. Und es ist unterschiedlich. Das Diese macht mir, Freiheit, ne, die sich dann entwickelt, die ne? sich entwickelt und vor allen Dingen nicht jemand, jeder ist an jedem Abend gleich drauf, wie wir so schön sagen. Ich ja auch nicht. Und dass man das zulässt, dass man dann sagt, ist nicht schlimm, Das wenn ist ich die mal nicht. Besonderheit bei dir, finde ich, ja, weil dieses führen können und loslassen können, diese Mischung, das beherrschst du meisterlich, ja, und das. Wo hast du das gelernt? Oder Ja, woher ich hast sagte, du das? ich habe Hast du mich. von Sängern auch gelernt? Na, ich habe, weil ich mit vielen sehr guten Sängern gearbeitet habe, ja, auch in großen Partien, wo ich also wusste, wenn ein Siegfried mit dem ersten Akt Siegfried beginnt, muss man schon von vornherein disponieren. Ein Tristan, ein Tannhäuser, ja, eine Salome, Ja, eine klar. Elektra und so weiter. Auch bei der Mozart oder so. Also man kriegt nach einer Weile ein Gehör dafür, Aha. drückt jemand zu sehr oder strengt sich an. Also ich habe sehr schnell da ein Sängerohr entwickelt. Ich würde mir nie anmaßen, Leuten technische Tipps zu geben, weil das ist nicht mein Geschäft. Ich kann nur sagen, ich höre, dass da ein kleiner Finger sagt, das ist nicht gut im Moment. Ja. Da singt jemand zum Beispiel mit zu viel Druck und sozusagen auf der Felge. Und ich höre jetzt schon, die Stimme klingt noch gut. Ich höre aber jetzt schon die Gefährdung, wenn die Kollegin oder der Kollege noch 2 Jahre so weitermacht, könnte es zu Schäden kommen. Ich Hast du habe. das nur aus der Praxis oder hast du auch Unterricht genommen, Nein, nein, nein. Gesangsunterricht Um oder? Unterricht nicht. Ich habe ja sehr früh angefangen als Korrepetitor, Ja, weißt du, an einer und dann deutschen kriegt man Oper ein Ohr Berlin. dafür, oder? Ja, und ich habe es eben auch erlebt, dass es bei manchen Sängern eben schlechter wurde, ja. Und ich das mitbekam.
solcher Unarten, dass bei Klavierbühnenproben irrsinnig ausgesungen wird. Ja? Also gut, wenn man sie die Stimme kriegen muss und eine neue Partie, verstehe ich das. Es gab aber manchmal Leute, die haben da also dann beim Lohengrin hohen Töne gehalten, um die Kollegen zu beeindrucken. Sind alles so Dinge, wo man eigentlich sagen würde, weiß ich noch, da war dann auch ein bekannter Dirigent, ich glaube der Horst Stein oder so, war dabei, von dem habe ich auch eine Menge gelernt. Und der hat dann auch zu denjenigen gesagt, Mensch, Mensch, spart euch auf, macht nicht so Mist, ihr hört das ja niemand, probiert es mal so aus. Also das ist auch eine Kapellmeister-Tugend, finde ich, die man unbedingt, also du kannst ja sehr nett sagen, man kann auch sagen, ob das nicht vor allen sein, aber man kann sagen, lass uns da ein bisschen mehr sparen an der Stelle. Und, also, und das höre ich ja auch, merke ich ja auch selber. Ich merke ja beim Dirigieren selber, auch für mich, für mein, also wenn gar keine Sänger dabei sind, es gibt manchmal Stellen, wie du richtig sagst, da lässt man das geschehen, was geschehen darf und geschehen kann. Und das kann ganz, ganz lustig sein. Und es gibt andere Stellen, an denen muss man wirklich einfach sagen, so muss es jetzt sein. Und da kann ich jetzt auch nicht diskutieren, denn sonst fällt das alles auseinander, ja, wenn der Viervierteltakt nicht mehr stimmt. So. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, auf Sänger zu hören, ja, und jetzt gibt es verschiedene Persönlichkeiten. Gibt die, die eben manchmal, wo man denkt, die haben Nerven aus Drahtseilen und haben sie auch, und andere sind sehr nervös und singen trotzdem unglaublich schön. Ja. Und man denkt immer vorher, ja, um Gottes Willen, die sind so nervös, das kann kaum was werden und es ist trotzdem toll. Und wenn man es dann im Film manchmal sieht, ich habe solche Fälle erlebt bei Konzerten, wo man dann hinterher eine Fernsehaufzeichnung gesehen hat und gesagt, ich erinnere mich noch daran, wie wir hinter der Bühne gestanden haben und beide gesagt haben, mein Gott, sind wir nervös, sind wir furchtbar. Dann sieht man, du bist doch nervös? Ah ja, doch, ja. Was macht dich nervös? Ja, mich macht eigentlich so die Wiederholung von Stücken nervös. Ja. Ich habe immer sage, will ich, werde ich heute Abend diesen, ja, diese enge Beziehung bekommen dazu, ja? Oder werden wir kommunizieren können? Also für mich ist das Wichtigste, das Kommunizieren. Ja, mit der Bühne oder auch mit dem Publikum? Na, das Publikum spüre ich in meinem Rücken, ob die mit dran sind. Mhm. Also wenn mit einmal gewisse Huster nicht mehr kommen oder an gewissen leisen Stellen ist. Ganz leise, so sagt man sich. Oh, jetzt hast du sie dran sozusagen. Ja, und es gibt auch umgedrehte Fälle, wo man merkt, den ganzen Abend unruhig, liegt das jetzt an mir oder an uns oder vielleicht liegt es nur daran, dass eine Erkältungswelle ist. Aber eben die Unwägbarkeiten machen mir auch so viel Spaß. Ja. Also, was unser Beruf ja auszeichnet, ist, dass kein Abend ist wie der andere. Ja. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und dann macht mir eben auch Spaß an manchen, wenn ich jetzt weiß, also es gibt bestimmte Sänger, die mich wirklich jetzt richtig brauchen. Will sagen, kann sein, sind also in der Partie noch unsicher oder sind an dem Abend unglaublich nervös oder irgendetwas, da geht es mir meist so, da werde ich dann wirklich ganz ruhig, weil ich mir sage, wenn ihr mich alle braucht, dann muss ja einer ruhig sein. Und das macht mich komisch, aber so ruhig macht mich überhaupt gar nicht nervös. Ja. Wenn einer sagt, um Gottes Willen, wird einer nervöser als der andere, geht mir nicht so. Dann sage ich mir, nee, jetzt muss ich ganz kapellmeisterlich vorgehen, muss sagen, so, jetzt geht eigentlich überhaupt erstmal die Organisation und das alles vor. Dass man dann noch versucht, Kunst zu machen oder sowas, ist ja klar. Aber das Dirigieren besteht ja sowieso aus sehr viel Handwerk, wie wir wissen. Und ich finde, das Hören auf Sänger gehört auch dazu. Das ist ein Handwerk. Man hat ja nach einer Weile doch im Ohr, wenn man mit sehr Guten arbeitet, dann merkt man, wie singt man gesund und wie sich zum Beispiel bestimmte erfahrene Sänger eben nicht verbrennen, bevor dann die großen Ausbrüche kommen. Da kann man sich auch mal drüber unterhalten. Ich habe dann auch nachgefragt, weil du fragst, ob ich auch mal einen Unterricht gemacht habe. Ich habe natürlich nachgefragt. Ja. Wie disponiert man denn? Ja, so klar. Ich merke es ja, ja, wenn einer mit einem Tristan, sagen wir mal, erstmal etwas leichter anfängt bei den ersten Szenen und dann so in dem Duett mit der Isolde am Anfang, ja gut, jetzt mal 3-4 Mal auspacken, dann wieder zurück. Und so, ja, immer höre ich ja. 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 Oder das teilt sich jeder ein bisschen anders ein wahrscheinlich, da ist jeder Körper anders. Ne? Weil, ja, aber es gibt auch Dinge, wo ich sogar jetzt sagen könnte, wenn ich mit immer an der Stelle, sondern ich rate dir mal nach meiner Erfahrung, die ich gehabt habe mit X, Y und Z, brauchst du nicht so viel zu geben. Konzentriere dich mehr auf die und die Stelle. Ja? Also das mache ich schon. Mhm. Also wenn ich dann merke, dass Leute also ohne Sinn und Verstand loslegen, weil man natürlich mich zeigen, wie viel Kraft man hat und so weiter. Aber das macht man ja beim Dirigieren auch am Anfang und stellt dann fest, dass man nach dem ersten Akt ist, dann bereits so fix und fertig ist, dass man sagt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Das kann es nicht sein. Ja. Ja, das kann es also nicht sein. Das heißt, ich glaube, es ist also für Sänger, eigentlich sind sie im gleichen Boot. Die Sänger müssen ja auch wissen, es gibt jetzt rhythmische Stellen im Orchester,
da können wir nicht langsamer werden. Wenn wir das tun, dann ist es schlichtweg auseinander. Gibt aber Stellen, wo man eben sagt, okay, da kann ich nachgeben. Wie viel man nachgeben kann, das ist eben alles eine Frage von. Manchmal ist es auch eine Talentfrage. Es gibt eben Sänger, mit denen man nie ein Problem hat, weil man das Gefühl hat, wir sind immer auf einer Linie. Und es hat bei mir sehr, sehr wenige, Gottlob, wenige gegeben, wo man das Gefühl hat, es gibt ja auch Menschen, die wenig Rhythmusgefühl haben. Das will gar nicht auf Sänger sagen. Auch Dirigenten. Also Rhythmus ist auch so eine Frage. Mhm. Ja. Nun muss ich nicht sagen, finde ich nicht, dass Rhythmus das ganze Stück bestimmt, aber es gibt einen Puls. Ja, ich will es gar nicht als Rhythmus bezeichnen, aber es gibt einen inneren Puls. Und dieser Puls, der muss irgendwie aufrechterhalten bleiben und so weiter. Also das alles herauszufinden, wie die Sänger sozusagen ticken, dafür sind die Proben da. Wenn ich die länger kenne, ja, dann kenne ich sie ja schon. Also es ist ja nicht so schlimm. Es gibt dann auch so ein Vertrauen, ne? Ja, total. Ja. Ich weiß, ich habe ja in diesem, also wenn du in diesem Wagner-Strauß so und so Zirkus da bist, da trifft man sehr viel dieselben. Ja, genau. Und dann gibt es noch jemand Neues, der dazu kommt, jemand, der vielleicht nicht mehr und so weiter, aber es ist eigentlich so ein Pool so eine Familie, von Leuten, die man lässt. Eine große Familie, ja. Das ist natürlich was ganz anderes. Und man sagt, ja, wir haben ja da schon vorne Schatten da gemacht, ja, und jetzt haben wir das und so weiter. Genau. Also es ist in Bayreuth so wie in Wien. Ja. Mein Gott, ja. Also dann trifft man dieselben Leute an der Met wieder. Das ist natürlich schon mal schön. Ja. Ja. Und wenn ich genau weiß, aha, das ist dieser, oder ich weiß zum Beispiel bei jemandem, ich weiß von vornherein, dass der an der Stelle vorangeht, weil er da, dann weiß ich das schon vorher, ja. Das sind natürlich alles Dinge, die Erfahrung mitbringt. Ja. Und dann macht es erst richtig Spaß. Was ich bei dir noch sehr auffällig finde, im Gegensatz zu anderen Dirigenten, dass du die Stimme, den Chor oder den Solisten immer in der Hierarchie, in der Balance jetzt zum Orchester, nach oben legst, ja. Also da geht, du hast sogar immer deine Assistenten, nicht nur in Bayreuth, ja, sogar jetzt in Dresden, wo wir die Beethoven 9. zusammen singen, da hast du deine Assistenten, zu denen du dich immer umdrehst und fragst nach der Balance. Okay. Warum ist dir das so wichtig und wichtiger als anderen Dirigenten? Na, weil ich das habe ich eigentlich gelernt, überwiegend in Bayreuth. Ja. Ja, aber auch schon davor, wie ich beim Karajan Assistent war, der hatte auch so 3-4 Assistenten. Das heißt, du nimmst ja deine Position direkt vor dem Orchester weniger wichtig als die Position des Publikums. Ne? Das ist ja eigentlich schon, ja, natürlich, denn die müssen es ja hören. Ja. Und jetzt weiß ich aber, dass ich diese Leute, meine Assistenten teilweise seit über 20 Jahren habe und ich mich mit denen auf die völlig verlassen kann. Da gibt es welche, schau, es ist ja so, also bei allem Respekt, den man hat, ja, also man hat ja auch gegenseitig Respekt, muss aber irgendwann auch mal ein ehrliches Wort fallen. Nur ist Ehrlichkeit ja so eine Frage. Und ich habe immer zu denen gesagt, wisst ihr was, bitte sagt mir die Wahrheit. Ich möchte es hören. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja immer noch sagen, ich mache das anders. Aber wenn ihr was wirklich gemeint habt, das geht also in ein, zwei Fällen so weit, dass also mir dann auch jemand sagt, ich finde das heute irgendwie ein bisschen langsam. Ist das so spannungsvoll, wie es früher war? Oder so? Also genau, wird sich sonst niemand trauen. Das denke ich. Ja, aber nein, sag du, ich bin dir dankbar. Ist das wirklich so? Aber ist das nicht persönliches Empfinden? Überhaupt nicht. Nein, es kann manchmal sein, man steht morgens auf oder man ist nicht so. Oder ist es, wie gesagt, ich höre die nicht mehr so gut und weiter. Ich muss mich auf das Urteil mit dem Chor, Orchester und so weiter. Völlig im letzten Satz von der 9. Beethoven. Gibt aber auch andere Sachen. Ja. Wir sagen mit einem Mal ein Fagott, was also deiner 8. Beethoven dahin mit leisen Streichern spielt. Ja, ich habe das Fagott vielleicht gut gehört. Wir sagen die hinten, ist nicht gut genug. Streicher müssen noch einen Schlag leiser spielen. Dann sage ich den Streichern, spiel da bitte ein bisschen leiser. Aber das geht nur, Liebe, mit Leuten, mit denen du wirklich dieses Vertrauensverhältnis hast. Und da ich die ja nun kenne seit 20 Jahren, mit denen habe ich von Frau in der Schatten bis Tristan, bis zur Mozartoper, bis zur Tosca, Missa Solemnis und das, das und das und das alles gemacht. Es hat immer funktioniert. Also so neue einfach dazu, das ist immer eine Sache. Wenn man wieder jemand Neuen hat, die müssen zusammen. Ich finde die Ehrlichkeit am wichtigsten, ja. Dass die einem nett und freundlich sagen, schau, muss dir doch auch einer nett sagen. Wenn sie sagen, das Fiss ist zu tief. Ist für dich besser, dass dir das einer nett, ja, sagt. Ist mir nicht aufgefallen, wirklich zu tief. Oh, ja. Ich kenne das jetzt von Aufnahmen, die ich mache mit der Grammophon oder der Unika. Da war ein Tonmeister dort, den Aaron Pohmann, den ich seit 25 Jahren kenne. Ja. Und da gibt es dann Stellen, die ich wirklich auch in dem Gewühl gar nicht so höre oder es halt noch nach und so weiter.
Und der sitzt hinten und sagt, das dritte Horn, da bei der Pianostelle, bisschen tief. Vielleicht, okay, sagen ihm das. Ein Kollege, wollen Sie bitte das nochmal so, wird ein bisschen geschraubt, nochmal nachgeguckt. Nochmal gemacht. In der Tat. Manchmal mischt sich ja beim Dirigenten, Punkt, vorher, mischt es sich ja nicht. Ja. Und da hört man manche, oder es hält etwas nach. Deswegen ich kleine, ganz allerfeinste, so Mezzoforte oder Garforte, das höre ich gar nicht so gut. Und wenn es dann um Aufnahmen geht, wo die ganzen Mikrofone ja extra stehen, es würde hinterher schwer auffallen. Und wenn wir dann das noch nachmachen können und solche ganzen Sachen, da brauchst du natürlich Leute, denen du hundertprozentig vertraust. Ja. Ich sage auch immer zu dem Arend, du bist eigentlich so mein anderes Ohr, ja, also ein anderes Paar Ohren. Ja. Und ich weiß, dass der auch was so klang generell im Orchester, das dunkleren Bass und so Register, also dass wir da genau auf einer Linie sind. Sonst geht das nicht, sonst ginge das auch mit den Assistenten hier nicht. Also wenn ich die nicht so lange Jahre hätte und ich wüsste, wenn mir der Jobst Schneiderath sagt, da und da, mach das da so. Und dann würde ich das auch vermutlich nicht glauben und gesagt, Mensch, ihr wisst das ja. Also das ist übrigens nicht leichter eigentlich, als es zu dirigieren. Also ein guter Assistent ist Gold wert. Auch einer, der gut einstudiert mit Sängern. Ja? Wo man dann zum Beispiel hinterher sagen kann, ich muss jetzt nicht zu der Solistenprobe gehen, bitte mach das mit dem Quartett einmal, da und so und machst du nochmal. Wenn ich weiß, der macht das so und ist hinterher so. Und ich habe das x-mal erlebt, dass ich also zu Regieproben, wenn ich da nicht unbedingt von Beginn da war. Ich bin beim Meistersinger dann auch hingekommen nach Salzburg. Das war so tippitoppi einstudiert. Ich gesagt, was habt ihr hier? Das ist ja unglaublich. Wir haben uns zum Essen eingeladen. Ja, aber nur, weil wir eben ein Herz und eine Seele sind. Eben, und dass du über Jahrzehnte quasi aufgebaut hast. Ne? Das habe ich aufgebaut, ja. Und ich habe denen auch Vertrauen geschenkt. Und jetzt schenken sie mir ihr Vertrauen. Ja. Aber es ist eine wirklich, du musst geschmacklich natürlich auf einer Linie sein. Genau, ja. Wie wichtig ist der Text? Na, Wahnsinn. Ich bin ja ein Textmensch, ja. Ich höre immer wieder, denk mal dran, du machst die Tagesschau, also guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Tagesschau. Und am schlimmsten sind die Regierungschefs und so weiter. Also wenn du Radio hörst... Ja, komm mal nach Österreich. Nein, ja, aber ich meine, das ist immerhin Staatsfernsehen. Ja, ja. Aber ich mir überlege, dass man dann sagt, die Regierungschefs, Regierungschefs, sagt dann der ausländische Kollege, ja wieso, bei euch sagt man doch das Schwert. Nein, das heißt aber das Schwert. Und nicht das Schwert, sondern das Schwert. Das ist ach so. Ja, und was machst du denn dann? Ja, beim Singen ist das wichtig, ja? Sonst versteht man es eben beim nicht. Oder beim Lied gesagt. Genau. Oder sehr oft, weißt du, ich habe mich, also habe so ein paar Sachen mir so von früher angehört. Also ganz exemplarisch finde ich, auch wenn es schlecht aufgenommen wird, aber tolle Sänger hat, gibt mit Calvert, glaube ich, aus dem Cuvier-Theater, eine Arabella mit Fischer Dieskau, Lisa de la Casa, Rodenberger und Co. Ja? Du glaubst ja nicht, wie gut die aussprechen. Ja. Sie wollen alle Geld, sie drohen mit den Gerichten. Jedes Wort verstehst du, ja? Jede von Arabella, die schönen Blumen hat ihr ein Husar gebracht. Natürlich. Woran liegt das? Denkst du, glaube, dass früher mehr geprobt wurde? Ne? Also man hat früher mehr auf Text gehabt. Ja, und die Sänger sind so im Jet-Set unterwegs von einem zum nächsten. Ja, natürlich, na klar. Und dann muss man auch sagen, man hat, glaube ich, wirklich darauf geachtet, mit Meyer Länger an Häusern zusammen, weißt du, ja. Das waren dann immer dieselben Ensembles, genau. Repetitoren, ja. Und denn der Generalmusikdirektor, der darauf gerade, heute heißt es, ich habe nur eine Probe, so müde nachher darüber geht, die Hälfte vergessen. Ich meine, das ist ja so. Ja. Ja. Und das ist gar nicht der böse Wille von Sängern. Also ich glaube, dass das sogenannte Business viel kaputt gemacht hat und das ist auch bei Dirigentenleistung so, dass man dann müde auf einer Tournee noch im Hotel sitzt und dann zur Anspielprobe geht, habe ich ja auch alles selber schon erlebt. Man versucht das dann zu vermeiden, aber die Textdeutlichkeit, ja. Ich finde es eigentlich lächerlich, dass wir bei einem deutschen Text mit deutschen Sängern in einem deutschen Opernhaus deutsche Übertitel haben. Das ist eigentlich irre. Ja, eigentlich müssten alle Sänger so gut sprechen. Wenn man einen und das Orchester so leise spielen. Und das, jetzt kommt das noch, das Orchester so leise spielen. Ja, aber das ist eben auch eine Frage. Die Kapellmeisterei ist nicht unbedingt im besten Zustand. Denn ich meine, es hatte ja alles seinen Sinn, warum
ein Kapellmeister beginnt als Korrepetitor, also dann hast du die ganze Textgeschichte und die Sänger, sagen wir mal, Seite bereits schon mal so. So, jetzt fängt man an zu dirigieren. Man weiß, oh, okay, die hat nicht so ganz so viel, vielleicht so eine große Stimme. Das heißt, ich muss es abdämpfen. Nee? Man hat früher dann so ein bisschen global gesagt, es gibt das Opernforte und das Konzertforte. Ja? Klingt so ein bisschen nach Kindergarten, aber so ist es. Ja? Es gibt die Operndynamik und es gibt die Orchester, also die Orchesterkonzertdynamik. Ja. So. Da gibt es Stücke, ja, bei der Mahler-Symphonie, da musst du beides haben, ja, bei der 9. Beethoven und so weiter. Gibt aber auch die Stimme und darf dann beim Brahms muskulärer sein, bei der ersten Brahms und so weiter. So ein Forte könnte man nie im Orchestergramm spielen. Oder das, was man beim Heldenleben spielt, bei der Frau in der Schatten, wäre das Ende, ja. Und dann sagen auch viele Leute, ja, wir kriegen das nicht zusammen. Warum ist denn die Arabella, ja, oder die alles mal leise, leise, leise. Hör dir doch mal diesen tollen Zarathustra an, da geht's doch los. Naja, erstmal war er jünger, zweitens war es keine Oper und drittens hat er ja selber nach einer Rosenkavalier-Partitur Vorwort geschrieben oder in der ersten Partiturseite, das dem Ermessen des Dirigenten anheimgestellt, den Stellen, wo das gesprochene Wort beeinträchtigt wäre, zu reduzieren. Und noch besser ist das Vorwort zu Capriccio. Das habe ich jetzt gerade gelesen, weil wir es hier gemacht haben. Der hat nämlich das gemacht, was dann später, wahrscheinlich hat der Felsenstein das von ihm übernommen. Mir haben Leute erzählt, die mit Felsenstein gearbeitet haben. Der hat mit den Sängern vorher das Libretto lesen lassen. Lesen. Keine Notenwerte. Ja? Und dann schreibt der Strauß, genau, Leseproben. Und vor der Generalprobe möge der Dirigent noch einmal mit dem gesamten Ensemble, und zwar auswendig, natürlich, ja, die sagt ganze Geschichte ja. Lesen. Ich meine, wenn man die Ansprüche stellt, ja. Dann ist es klar. Und dann habe ich, das noch zu Ende, dann habe ich sehr, sehr schön diese Sendung mit dem Everding und den Sängern, die er da interviewt. Es ist sehr lehrreich und ich habe die Rothenberger Sendung mir angesehen, weil ich die sowieso unglaublich mag. Und die sagt was völlig Richtiges. Sie hat gesagt, sie hätte, also gerade bei Kalbert, genommen Kalbert, oder um so die alten Kapellmeister, ja, und sie hat dann etwas kokett gesagt, naja, ich habe ja nie eine große Stimme gehabt, aber bei Kalbert habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie hätte forcieren müssen. Bin immer drüber gewesen, hat das Orchester immer so weggenommen, dass ich drüber war. Ist das nicht clever? Naja, aber das ist genau das, was sich die Sänger heutzutage wünschen und schmerzlich vermissen. Das stimmt. Und es wird 6 Wochen mit einem Regisseur geprobt, wo es eigentlich nicht um das musikalisch geht. Nein. Oder wenig, ja. Und das ist auch so ein Leidenspunkt. Thema, ja. Naja, ich muss auch sagen, wenn bei Ouvertüren also Geschichten erzählt werden, die das Stück gar nicht hergibt, dann hätte ja also der Ouvertürenkomponist dieser Oper hätte ja wahrscheinlich eine ganz andere Ouvertüre geschrieben, hätte er ein Melodram schreiben wollen, wo sich irgendjemand aufhängt oder irgendwas macht. Also ich bin da auch mal, ich habe ja da meinen Ruf weg, ja. weil ich immer sage, ich möchte gerne bei einer Ouvertüre oder im Vorspiel, es ist eine Partituranweisung. Ja, aber danach kümmert es dich nicht mehr? Natürlich kümmert es mich dann auch, aber zumindest habe ich die erstmal schon mal für mich, natürlich, da. Aber ich komme ja dann sehr schnell ins Nachdenken, ja? Ja. Und frage mich, also wenn neue Dinge reinkommen, also neue Personen eingeführt werden, da mal Leute auf der Bühne sind, die da gar nicht hingehören, da frage ich mich, wenn der Komponist es gewollt hätte, hätte er die Motive dieser Person natürlich mit eingearbeitet, natürlich. Aber das ist manchmal so schlimm, ja, dass man fast die Lust verliert, fast, ja. Aber es gelingt doch immer wieder, ja. Man wird dann gescholten, dass man eben, also in meinem Fall, dass ich nicht also wagemutig genug sei und so weiter, aber ich sage mir dann auch oft, das hat mit Wagemut oder mit Offenheit gar nichts zu tun, wenn ein Stück wenn einem Stück etwas anders übergestülpt wird, eine andere Geschichte als die drinsteht, habe ich damit Schwierigkeiten. Ja? Aber haben wir nicht auch eine Verantwortung? Genau. Ja, das ist in der Hinsicht meiner Meinung. Die Verantwortung bedeutet für mich ja auch, dass ich eben dann sage, dass ich, ich kann auch nicht bei einer Meistersingeraufführung nicht einen zweiten Akt dirigieren, wenn er nicht irgendwie eine halbwegs poetische Stimmung auf der Bühne ist. Ich meine, die kann ja auch von mir aus in einer abendlichen Hotelhalle sein. Also von mir aus, man ist ja weit, es ist ja alles möglich.
Aber es muss sowas sein, ja. Es dürfen keine Bogenlampen auf einer Autobahn sein oder sowas. Verstehst du? Oder irgendein Personal geht da mit langen Ledermänteln noch lang. Also das ist einfach. Das ist etwas, was mich immer geärgert hat und was natürlich. Aber wie arbeitest du dagegen? Also was, indem ich bestimmte Dinge dann halt nicht mache. Ja, ist das nicht auch ein bisschen traurig? Na total, na total. Aber deswegen hat man ja dann auch so den Ruf weg, dass man schwierig sei. Ich bin überhaupt nicht schwierig. Ich bin völlig, du völlig bist einfach gestrickt. Ein Anwalt der Musik, oder? Ich bin ein Anwalt der Musik und ich muss sagen, ich finde es auch nicht richtig, dass man gegeneinander ausgespielt wird. Ja. Das ist ja auch das für euch. Sänger ist das ja noch viel schlimmer. Ihr steht ja dazwischen. Denn wenn die Sänger meckern, dann werden sie nicht nochmal engagiert. Genau, ja. Also wird gesagt, die müssen den Mund halten. Leiden stumm und still vor sich hin oder spätestens in der Kantine. Oder steigen irgendwo, aus. Oder steigen aus. Oder steigen aus und sind bedient, ja. Aber das ist natürlich alles, ich habe hier ein Interview gerade. Bis nachher. oder steigen aus, was aber auch schade ist. Ja, meine, eben. Wenn gute ja. Leute aussteigen, ja. Finde ich das überhaupt nicht gut, ja. Ja. Und wenn. Aber was für Bedingungen müssten denn da sein, damit die Musik, die Oper, dass die Kunstform an sich wieder im Zentrum steht? Weil im Zentrum steht im Moment, was im Zentrum steht. Also es steht im Zentrum viel das Bildliche. Ja, die Optik. Ne? Die Optik, genau. Und das Optische ist ein Teil der Sache. Aber ich habe jetzt. Augen haben alle, Ohren haben wenige. Das hast du was Tolles gesagt. Ohren haben leider wenige. Also jetzt ist was ganz Merkwürdiges passiert, jetzt in diesem Sommer. Ich habe in Bayreuth einfach aus wirklich terminlich, weil das alles mit Corona so war, wie es war, einen einzigen Konzertanten Parsifal dirigiert mit nur 4 Proben. Also ich sage gleich, wir hatten nicht genug probiert und die Aufführung war fulminant. Das passiert ja öfter. Auf der Bühne war nur von diesem Künstler Fürhofer, waren hinten überblendete, also auch viel zu klein, weil es nicht groß genug war. Also sagen wir mal, Prospekte aufgehängt, die sehr zurückhaltend waren. Davor standen Stühle, die Sänger saßen da in Fracks oder im Abendkleid. Ich habe vorher gedacht, oh Gott, die Leute werden sich sterbensmäßig langweilen, weil die gewöhnt sind, dass da immer irgendwas ist und sie noch gucken müssen. Jetzt war das so, ist genau das Gegenteil trat ein. Es war auch offenbar einfach gut musiziert und es war gut. Es war ein derartig maßloser Erfolg und Leute, die drin gesessen haben, die ich dann gefragt habe, sag mal, war das nicht stinkend langweilig, dass der Gurnemann sich da fragt, aufsteht, nach vorne geht und wieder so. Ich sage, nein, es sei eine Stimmung gewesen und man hätte doch so sehr auf die Musik gehört. Ja. Jetzt sagt er, da ich mir hier, das heißt, wenn das Optische, was wir beide vermerkt haben, wenn das Optische dann doch überhand zu nehmen droht. Das hat schon. Und das tut und das Optische überhand nimmt. Ja, dann kommt das Musikalische ins Hintertreffen. Ja, aber seit Jahrzehnten, oder? Ja, seit Jahrzehnten, ja, mir geht es ja so. Ich gehe ja in eine. Also, ich bin in manche Proben von bestimmten Stücken, bin ich. Ja, ich sag mal, also zum Beispiel, was ich einfach von der Regieleistung her also grandios fand, aber mich persönlich überfordert hat, war so die erste Szene im Rheingold bei Castorf in Bayreuth. Das ist genialisch, was der Castorf dort gemacht hat. Das ist genialisch, sowas habe ich noch nie gesehen, ein derartiges Simultantheater von wirklich genialer Personenführung. Da war dies und das und jenes und jemand hat das gemacht. So nebenher läuft allerdings noch das Rheingold. Ich bin persönlich 3-mal oder sogar 4-mal in die Probe gegangen, nur um die erste Szene, erste und zweite Szene bis Nibelheim, mal richtig zu sehen. Wie gesagt, ich höre überhaupt nicht auf die Musik, sondern geh nur hingucken, ob da einer die Treppe runterkommt oder sowas. Alleine dieses Arrangement war toll. Und da habe ich mich dann auch hintergefragt. Das war natürlich eine in dieser Art unglaublich gute Arbeit. Und jetzt habe ich mir hintergehe gesagt, ja, aber was machst du jetzt mit der Musik? Wäre das dann besser gewesen, man hätte es als Schauspiel inszeniert? Mit der gleichen Geschichte? Hast du denn jetzt und dann muss man wirklich, wenn man das nächste Mal hingeht, sagen, okay, ich habe das alles gesehen, ich gucke nur noch mit einem halben Auge hin, jetzt höre ich mal genau, wie der Wotan singt und die Fricka und die alle. Und ich habe mich selber dabei beobachtet
dass ich eben gar nicht, wenn ich aber den ersten Mal so hinhörte, habe ich noch gedacht, ja, bin ich vielleicht irgendwie nicht clever genug, um das aufzunehmen. Ich glaube nicht, dass das so ist, das sagen ja viele Leute. Ich finde, darüber müssen wir mal nachdenken. Ach. Also sagen, es müsste Stellen geben, in der Tat, wo man so viel macht. Ja, weil vielleicht auch die Musik so eine Flächigkeit hat, wo man mal sagt, okay, lass uns doch mal das austauschen. Und das fehlt mir, dass man sagt, es darf ja ruhig. Deswegen ist es ja von mir aus eben ein nicht Regietheater, ist schon falsch, aber es ist Musiktheater. Also in der Tat. Aber das heißt, dass an gewissen Stellen, sie beim Vorspiel, die Musik den Primat hat. Und natürlich gibt es Dinge, wo man jetzt ein Bühnenbild erwartet und Action und alles Mögliche. Natürlich, ja. Ein erster Akt Walküre ist konzertant schön, aber erst spannend, wenn einer mit diesen drei Leuten diese Blickbeziehung, wann kapiert die Sieglinde, dass das der Siegmund ist und umgekehrt und dass er da den Alten mit dem Schlaftrunk da nach hinten stecken und so weiter. Das alles ist natürlich, muss man dann sagen, so doll die Musik ist von Wagner, aber eine gute Inszenierung vom ersten Akt. Da merkt man dann, was Wagner gemeint hat. Nicht? Denn es ist natürlich so, das ist eine tolle Musik, aber bis es dann zum Punkt kommt, sagt man, Mann, diese Rezitative und so weiter, das hat sich der Wagner gedacht. Da sollte die von hinten gucken und ihm wird irgendwann klar, hier stimmt was nicht in diesem Haus oder was, ja, und wer macht da den ersten Schritt. Aber das geht natürlich nicht den ganzen Abend, nicht? Indem man jetzt das Publikum beballert. Und da fehlt mir manchmal einfach das Maß. Ja, denn es gibt die Stellen, die sind einfach musikalisch so stark, ja, dass es, glaube ich, sogar richtig ist, das Publikum hin und wieder alleine zu lassen. Nur mit der Musik und zu sagen, ihr müsst diese volle Dröhnung sozusagen, müsst ihr jetzt einfach bekommen. Und ich als Regisseur trete zurück. Ich trete ja auch als Dirigent zurück, wenn die Sängerin ein anderes Tempo braucht. Ja, da sage ich mir, okay, ich hätte es vielleicht gerne ein bisschen langsam. Die ist heute schneller drauf, geh mit, sie soll gut singen. Ja? Und das ist ja auch nicht schlimm. Ja? Und das ist mal bei jedem, das macht ja das Opernspielen auch so, fürs Orchester, ja, 20 Mal Tosca, 20 verschiedene Tenöre, das ist jedes Mal anders. Ja? Das ist das Schöne dran, genau. Das Schöne daran. Und ich finde, das sollte man gar nicht ideologisch so ausspielen. Also das, ich glaube, bei diesen Geschichten, es ist mir zu sehr, diese gesamte sogenannte Diskussion ist mir zu ideologisch geworden. Inwiefern? Naja, weil sofort einer, der nicht mitzieht auf einer bestimmten Art, ein Label aufgeknallt kriegt. Ja? Oder man zieht sich zurück. Ist doch schrecklich. Ja. Also ich halte von der Diskussion eigentlich das, dass wir hinter zu einem Ergebnis kommen, wo wir beide leben. Und sagt, wir sind nicht einer Meinung, aber wir können es trotzdem machen. Jeder gibt auch nach. Ist ganz wichtig. Wow, ja. Also ist ja beim Singen genau dasselbe. Dirigent muss da mal nachgeben. Sängerin sagt, okay, ich finde es vielleicht ein bisschen schneller, aber ich mache das jetzt mit, das Tempo und so weiter. Das ist doch in unserem Beruf nur so, dass man nachgeben muss und beim Orchester auch. Ja, weil es um das Ergebnis geht. Ne? Ich glaube, da sind wir uns einfach einig. Ne? Da geht es nicht ums Ego, sondern es geht darum, dass man das bestmögliche Ergebnis dem Publikum dann liefert. Ums Ego geht es schon deshalb nicht, weil es ja viele sehr prominente Mitspieler gibt. Es gibt manchmal ein sehr, sehr prominentes Orchester mit vielen prominenten Leuten. Es gibt einen tollen Chor, es gibt die Sänger, Solisten. Da kann man sich nicht streiten, wer noch wichtiger ist. Ne? Nein, da ist dann wichtig, weißt du, ist dann der Beethoven oder der Wagner wichtig. Und ich muss einfach sagen, da ist etwas passiert. Es ist eine gute Absicht, denn wenn man sagt, also man guckt sich jetzt, sagen wir mal, von früher 30 Meistersinger-Inszenierungen an und die sehen eigentlich alle gleich aus. Okay, kann ich verstehen, dass man auf die Idee kommt zu sagen, was könnten wir denn jetzt mal anders machen? Das ist ja gar nicht schlimm. Aber wie gesagt, dass es dann manchmal Nebengeschichten gibt, die noch zusätzlich erzählt werden. Figuren auf die Bühne kommen, die da gar nichts zu suchen haben. Das ist ein Schritt zu viel. Und dann man nicht mal in den 4 Stunden einer Wagner-Oper seine Regie erzählen kann, sondern sogar noch die Ouvertüre dazu braucht. Was ja dazu führt, dass du unten dirigieren könntest wie Toscanini und Furtwängler zusammen, das wird ja keiner mitbekommen. Und der Vorhang reißt auf, ist es ein solches Gewusel, da sagt man hinterher, ach, das war jetzt das Meistersinger-Vorspiel. So, na, ach so, ja. War ganz gut. War ganz mitbekommen. Wie geht's jetzt weiter? Kann nicht sein. Warum
Hat die Musikverwalter, also ich rede jetzt von den Dirigenten und den Sängern und dem Orchester, warum haben wir an Bedeutung verloren im Gegensatz zu den Regisseuren? Na, weil das eine, weil das, ne, das, das, das und kann man das umkehren, sagen wir so, das ist die wichtigere Frage. Das liegt an der Gesamtsituation. Es ist ein Bilder, das ist ein Zeitalter der Bilder. Ja. Es war da zum Beispiel so, also wie wir beide klein waren, ja, da gab es einen Popsong oder einen Schlager und das war der Schlager. Mit einmal kam man auf die Idee mit dem Videoclip. Da wird da irgendwas erzählt, Bildchen so, dann werden kleine Geschichten erzählt. Wir sind jetzt sozusagen dann auch bei der Videoclipisierung der Cosi-Ouvertüre. Verstehe. Und das heißt, wohin geht es dann weiter? Naja, eben, das weiß ich auch nicht. Ich frage mich jetzt, pass auf, als nächstes kommt das im Konzertsaal bei einer achten Bruckner oder bei einer, das dauert ja lange. Video-Wall hinten. Eine Video-Wall und dann kannst du womöglich noch mit dem Ding genau, unten drücken, was du jetzt sehen willst und so weiter. Oder mit einer 3D-Brille noch was anderes sehen. Ja, lenkt natürlich völlig ab. Ja, das hat und ich habe, wie gesagt, jetzt die Sache in Bayreuth fand ich insofern interessant, als die Konzentration bei einem wirklich, wo nichts auf der Bühne war, offenbar dann doch durch uns als Musikanten, nennen wir es mal so, das hergestellt. Also ich habe das bei allen, ich habe in den letzten 6 Jahren nur mehr konzertante Opern gesungen und ich habe das jedes Mal, das Feedback vom Publikum erlebt bei konzertanten Opern, endlich und wir konnten uns endlich und wir konnten das genießen, auch die Sänger beobachten, wie die Personen gestalten und so weiter. Was ist ein guter Sänger, sag mir das. Naja, ein Sänger ist, der eben nicht eine super Action auf der Bühne braucht. Also wenn ich sehe, ich finde sowas so... Das ist natürlich in der Zeit, ja, dieses berühmte Callas-Konzert in Paris, wo die nur den Kragen so hochzieht und nur den Kopf mal zur Seite macht, die ist völlig in der Rolle. Ja. Und sie singt ja nur verschiedene Rollen hintereinander. Und ich habe mir das mehrfach angeguckt, nur um zu sehen, wie schafft diese Frau das? So minimalistisch, mit am ganz Punkt. Wenig so am Punkt zu sein, dass du ihr einmal die Norma abnimmst, dann nimmst du ihr die Rosina ab, du nimmst ihr das alles ab, was sie da macht. Und sie hat nicht mal ein Kostümwechsel. Sie hat nicht mal eine andere Schwenke. Ich finde das unglaublich gut. Ja. Und vielleicht müssen wir da, ich finde schon, dass wir reduzieren können, ja, weil erinnert mich so ein bisschen, weiß ich, als man vielleicht noch vor 15 Jahren oder sowas ins Restaurant geht, man bekam ein Dessert, so normal, ja, irgendein Stück Kuchen oder meinetwegen mit Sahne. Also, heutzutage liegen da noch Früchte dabei, so eine Soße drüber gekippt und das und das und das. Wenn du irgendwas bestellst, es ist so und so an dem und dem und mit extra Topping und das. Ich habe gesagt, könnt ihr mir nicht einfach nur mal Mousse au Chocolat bringen, ohne alles, ohne Deko? Ich will keine Deko. Also für mich ist es oft so, dass ich mir denke, für mich ist zu viel Deko. Zu viel Verpackung statt Inhalt. Zu viel Verpackung als Inhalt, ja. Das ist so, vor allen Dingen habe ich jetzt Mousse au Chocolat bestellt und nicht die Deko. Nichts gegen die Erdbeere, die draufliegt oder das Minzeblättchen oder das so weiter. Aber ich jetzt ganz ehrlich bin, könnte ich auch ohne das Minzeblättchen. Ich kann aber nicht ohne die Mousse au Chocolat. Und so ist es bei uns auch. Ja. Wenn man die reine und wenn man dann merkt, was das für eine Kraft hat. Ja? Oder man hört sich am, mit der CD zu Hause ein spätes Beethoven-Quartett an. Da ist dann auch nichts. Man hält das durch sozusagen, Opus 131, 50 Minuten oder 45 Minuten. Also man ist so fassungslos, wenn man da richtig zugehört hat, dass man sagt, ich brauche jetzt eine Pause, ja? Ich brauche jetzt eine intellektuelle. Also ich wage gar nicht mehr vorzustellen, wenn dahinter noch ein Film ablaufen würde. Man kriegt das ja beides gar nicht mit. Und ich glaube auch, was du auch meinst, es ist, glaube ich, so, dass viele Leute das gar nicht mehr wissen. Denn dann bei der konzertanten Oper, weil du das sagst, und wie jetzt auch beim Parsifal da in Bayreuth, dass wenn dann Leute mit einmal sagen, ja, wir waren ja völlig erfüllt von dieser Musik, die schütteln innerlich den Kopf und sagen, ja, aber wir gehen ja sonst immer ins Theater und da ist immer so wahnsinnig viel los auf der Bühne. Was ja nicht heißt, dass es auch mal Stellen geben kann in einer Oper oder in einem Spektakel, wo man richtig auf der Bühne ein Wahnsinnsgemüt macht, ja auch Spaß. Ja. Ich finde bloß, dass das im nicht so schön abgesetzt ist, weißt du? Das wäre für mich das Schönste, wenn es mehr, also wenn ein Sänger nur Forte singt, das ist auch langweilig. Aber je mehr Farben sind, und wenn ich ja in letzter Zeit wieder so viel Fischer Dieskau gehört und verschiedene Winterreisen und so weiter, ich sage, mein Gott, immer wieder auf der Suche nach einer anderen Farbe. Wieder singt wieder ein bisschen mit mehr Legato, da macht er wieder ein bisschen mehr Text und da macht er wieder so,
Sag ich mir, der ist dieses ganze Leben dabei gewesen bei diesen oft gesungenen Dichterlieben und anderen Geschichten. Und dann hat er so viele andere Lieder entdeckt, die man teilweise auch gar nicht kennt. Ja. Der muss ja also nur Notenberge durchgesehen haben und teilweise Lieder, wo ich selber sagen muss, also, das hast du noch nie gehört. Gibt sogar auch von bekannten Komponisten wie Schumann oder sowas. Ja. Aus dem dritten Band gibt es Lieder, wo man sagt, eigentlich sind mir die nicht ganz geläufig. So, also da wäre noch genug zu entdecken, anstatt das alles zu verpacken. Nee, wir müssen reduzieren mit Qualität. Aber die Qualität dürfen wir nie, wenn wir das tun und sagen, wir opfern auf dem Verpackungsaltar und auf diesem ganzen Blabla-Altar, opfern wir die Qualität, das dürfen wir nicht. Und ich finde es immer beeindruckend, wenn man dabei bleibt. Ich bleibe dabei. Und du weißt es ja selber, wir kriegen dann auch Gegenwind, aber wir kriegen auch viel Zuspruch. Und ich finde, man soll vielleicht sagen, wir kriegen Gegenwind, aber wir kriegen weniger Gegenwind als Zuspruch. Ja, so soll es sein. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Vielen herzlichen Dank, lieber Christian. Sehr gerne. Super. Wir sehen uns gleich. Ja.